jetzt hier beim CSD in Berlin und wir sind auf der Straße, um für Antidiskriminierung und für Vielfalt, Akzeptanz sexueller Vielfalt einzustehen. Es ist ja gerade so ein Kulturkampf zwischen SPD und CDU und auf der einen Seite, also SPD und Grünen auf der einen Seite, CDU, CSU auf der anderen Seite. Aber uns reicht einfach die Öffnung der Ehe nicht aus. Wir wollen, dass die Vielfalt der Lebensformen auch im Recht abgebildet wird und dass vor allem gegen Diskriminierung was unternommen wird. Und deswegen sind wir heute hier auf der Straße. Wir freuen uns einfach, dass wir heute wieder hier sind. Das machen wir seit Jahren, uns aktiv am CSD beteiligen. Und für uns geht es darum, ein Zeichen zu setzen, in Deutschland endlich die Gleichstellung zu erzielen, auf gesetzlicher Ebene, aber natürlich auch im normalen Leben einfach. Und da ist noch unwahrscheinlich viel zu tun. Ja, und außerdem geht es uns auch um die Außenpolitik. Also was in Russland im Moment an Gesetzen beschlossen wird, das ist einfach absurd. Das können wir nicht zulassen. Auch in Russland, auch in Moskau, auch in St. Petersburg haben Lesben und Schwule die gleichen Rechte wie überall auf der Welt. Und das muss auch durchgesetzt werden. Thank you.